Manchmal, wenn du in den Wald gehst, siehst du vielleicht riesengroße Fußspuren. Riesenfußspuren. Dann weißt du, hier ist Bartolo gegangen. Bartolo ist ein Riese. Er ist groß und sehr stark. Er hat Riesenfüße und Riesenhände. Er hat eine Riesennase und Riesenohren und einen Riesenschnurrbart. Wie ein Besen sieht der aus. Aber sein Herz ist wie ein Hasenherz. Ein richtiger Angsthase ist er. Bartolo fürchtet sich nicht nur vor Spinnen und Wespen wie du und ich. Nein, er fürchtet sich auch vor Löwen und Tigern und Drachen. Dabei hat in unserem Wald seit urewigen Zeiten niemand auch nur die Schwanzspitze von einem Löwen oder Tiger oder Drachen gesehen. Bartolo fürchtet sich auch vor den Nachteulen mit ihren großen runden Augen, vor den Füchsen mit ihren scharfen Zähnen, vor den Katzen mit ihren spitzen Krallen. Es gibt nichts, wovor er sich nicht fürchtet. Wie weit Bartolo, der ist so, der Bartolo. Wie weit Bartolo, hat Angst vor jedem Floh. Der riesengroße Riese, ein Kerl so wie ein Baum. Der hat in seinem Herzen statt Wut nur Federflaum. Einmal hat Bartolo sich einen ganzen Tag lang hinter einem dicken Baum versteckt, weil er von fern ein wildes Tier mit schrecklichen Hörnern gesehen hatte. Das war ein Hirsch gewesen. Ein anderes Mal verfolgte ihn ein unheimlicher schwarzer Vogel. Bartolo lief so schnell er konnte und wollte sich schließlich in einer Höhle verkriechen. Aber er war entweder zu groß oder zu dick oder zu lang. Jedenfalls blieb er stecken und sein Popo schaute heraus. Der schwarze Vogel, ein Rabe, dachte, das ist aber ein gemütliches Plätzchen, und ließ sich darauf nieder. Aber Bartolo zitterte vor Angst so sehr, dass es dem Raben unbehaglich wurde. Er flog davon. Und Bartolo konnte nach einer Weile wieder aus dem engen, dunklen Loch herauskrabbeln. Das Ärgste an der ganzen Sache war aber, dass Bartolo so allein war. Wer vor jedem davonläuft, kann keine Freunde finden, das ist klar. Und der Riese wünschte sich doch nichts sehnlicher als einen Freund. Er war schon ganz trübsinnig vor lauter Einsamkeit. Und wenn er zwei Vögel sah, die miteinander zwitscherten und schnäbelten, oder zwei Hasen, die sich freundlich beschnupperten, dann lief ihm eine dicke Träne über die Backe. Dabei merkte Bartolo gar nicht, dass die Tiere im Wald noch viel mehr Angst vor ihm hatten als er vor ihnen. Alles ringsherum lebte in Furcht vor dem Riesen, weil er so groß und stark war. Der Boden bebte unter seinen tapsenden Schritten und die Bäume rauschten, wenn er ihre Zweige nur ein wenig streifte. Horch, Freund Schlapplöffel, ich glaube, das ist Bartolo. Nein, nein, Kohlschnupper, das ist der Wind. Ha, Schlapplöffel, kennst du denn überhaupt Bartolo? Bartolo, den Riesen, der dreimal größer ist als ein Bär? Du kennst ihn also? Ich kenne ihn und ich kenne ihn nicht. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich weiß, wer er ist und dass ich weiß, was er ist. Aber ich weiß nicht, wie er ist. Als Mensch sozusagen, ne? Besser gesagt als Riesenmensch. Oder noch besser gesagt als Mensch-Riese. Ja, ja. Mensch-Hase, dann nimm dich vor ihm in Acht. Besser gesagt vor seinen Füßen. Ja. Bartolo hat nämlich Füße so groß wie drei Bärentatzen zusammen. Och, drei, sagst du. Er hat Füße wie fünf oder gar zehn Bärentatzen zusammen. Umso schlimmer. Wo Bartolo hintritt, wächst nämlich drei Tage kein Gras. Och, drei Tage, zehn oder gar 20 Tage. Umso schlechter, wenn er nämlich auf dich tritt. Dann hüpfe ich zur Seite. Wenn du kannst. Och, ich kann. Umso besser, aber dann nimm dich vor seinen Händen in Acht. Die sind nämlich so groß wie zwei Köhlerschaufeln. Och, wie zwei, wie 20 oder gar 30.
umso schrecklicher. Denn wenn er dich damit erwischt, drückt er dich glatt wie ein Löwenzahnblatt. Nichts drückt er, gar nichts drückt er, weil er mich nicht erwischt. Denn wenn er kommt, dann verstecke ich mich. Hast du schon einmal seine Nase gesehen? Die ist so groß wie 3 Zuckerrüben zusammen. Ach, wie 3, wie 30 oder gar 40. Umso ärger. Damit riecht er dich überall. Und riecht er dich nicht, so hört er dich. Oh. Seine Ohren sind 3-mal so groß wie Weißkohlblätter. Ach, 3-mal so groß? Nein, 40 oder 50-mal so groß. Wer Ohren hat, kann hören. Hörst du was? Ja. In meinen Löffeln rauscht es ganz gewaltig. Das ist Bartolo. Bartolo. Kohlschnupper, nichts wie weg sein. Ja. Du läufst nach links und ich nach rechts. Ja. Doch. Wo ist links und wo ist rechts? Das ist doch jetzt egal. Lauf um dein Leben und sag allen anderen, die dir begegnen, Bartolo kommt. Ich renne, ich sause, ich fliege. Nichts weg. Bartolo kommt. Weg hier. Habt ihr schon gehört? Wisst ihr schon? Nein, was ist denn? Du bist ja ganz außer Atem. Na, wen wundert's? Ich bin ja auch gerannt, als ob einer hinter mir her wäre. Wenn keiner hinter dir her ist, warum rennst du dann so, als ob einer hinter dir her wäre? Ja, warum? Was ist passiert? Weil ich doch eine Nachricht habe. Eine Nachricht für uns? Ja, was denn? Ja, eine schlimme. Was denn? Sag doch. Bartolo kommt. Bartolo, der Riese mit den großen Füßen? Ja, Bartolo, der Riese mit den großen Füßen und den riesigen Händen. Oh, Bartolo, der baumlange Riese mit der riesigen Nase, den riesigen Ohren, der riesige Riese. Der riesige Riese! Ja, genau der. Sei schlau, bleib in deinem Bau. Oder renne um dein Leben. Da bin ich lieber schlau und bleib im Bau. Da kann ich pennen. Ich lass die anderen rennen. Husch, weg bin ich. Seht mal, da kommt Schlapplöffel. Wie der rennt. Vorsicht! Mach Platz! Ich habe eine schlimme Nachricht. Sag schon, erzähl doch! Da gibt es nichts zu erzählen. Da heißt es nur, sich retten. Vor wem? Vor wem? Vor was? Bartolo ist unterwegs, das sagt doch alles. Unterwegs? Nach wohin? Nach wohin? Nach hierher. Nach hierher? Ja. Dann habt ihr mich hier am längsten gesehen. Vorsicht, ich bin eine Rakete. Rette dich, wer kann! Bartolo kommen! Ach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Besonders, wenn er ein Riese ist. Einer wie ich. Tja, wenn ich nur jemand hätte, mit dem ich reden könnte. Mit dem könnte ich auch meine Angst teilen. Damit wäre mir viel geholfen. Ich fürchte mich schrecklich vor Löwen und Drachen. Wenn die mich erwischen, wer weiß, was die machen. Sie werden mich hauen und schlagen mit Tatzen und mit ihren Klauen den Hintern zerkratzen. Und mit ihren Mäulern, da werden sie beißen und mich am Ende vielleicht gar zerreißen. Man sagt zwar, es wäre das wilde Tier schon lang nicht mehr da, schon längst nicht mehr hier. Doch wenn, was dann? Dann bin ich dran. Da fress ich jeden Besen, dann bin ich mal gewesen. Der Löwe frisst mich sicher auf, der Drache, der verschlingt mich drauf mit Haut und Haaren sowieso. Adieu, du Riese, Bartolo. Ach, wie ist das Leben doch so traurig und so schwer.
und die wunderschöne Welt ohne Freund so leer. Bartolo wollte sich ins Gras setzen. Da sah er ein junges Füchslein liegen. Er nahm allen seinen Mut zusammen und wollte es streicheln. Husch verschwand es in den Bau. Bartolo seufzte, richtete sich auf und sah ein Vogelnest zwischen den Ästen eines Lindenbaums. Er wollte ein nettes Wort zu der Amselmutter sagen, die auf ihren Eiern brütete. Die aber starrte ihn aus großen, furchterfüllten Augen an. Oh weh, oh weh! Der Vogel schaut mich so grimmig an. Oh, jetzt schimpft er mich auch noch. Gleich wird er mich angreifen. Nur weg, nur fort von diesem gefährlichen Tier. Du, hör auf mit deinem Getue, lass mich in Ruhe. Oh, nur nicht auf meine Augen. Bartolo hielt sich die Hände vors Gesicht und lief davon. Bartolo lief und lief, bis er nicht mehr konnte. Endlich blieb er ganz erschöpft auf einer Waldwiese stehen. Ein Glück, er war noch einmal heil davongekommen. Er legte sich ins Gras. Ach, ich tu mir ja so leid. So leid. Wenn ich nur einen Freund hätte. Er müsste gar nicht groß sein. Gerade so, dass man ihn in die Hand nehmen und ihn streicheln kann und ein bisschen mit ihm reden. Ein Freund wäre etwas Schönes. Man könnte etwas Gemeinsames tun. Dies und das und sonst noch was. Bartolo machte die Augen zu und stellte sich vor, wie schön das wäre. Dabei hatte er auf einmal das Gefühl, etwas Warmes, Weiches kuschelte sich in seine ausgestreckte Hand. Was war das nur? In den westlichen Wäldern lebte vor Zeiten, ich weiß nicht genau wann, eine Haselmaus. Das war vielleicht die mutigste Haselmaus, die man je gesehen hat. Sie fürchtete sich vor gar nichts, nicht vor Hunden und nicht vor Katzen, nicht vor dem Uhu, dem Fuchs, dem Marder. Nicht einmal das ärgste Gewitter konnte ihr Angst machen. Da konnte es noch so sehr blitzen und donnern. Sie hatte ihren Spaß daran. Dabei war sie nicht etwa bärenstark. Sie war sogar ziemlich klein, um nicht zu sagen winzig, und ihre Muskeln waren nicht dicker als Zwirnsfäden. Aber schnell war sie, wie die Feuerwehr. Und vor allem, sie war nicht dumm. Sie wusste genau, vor welchen Feinden sie sich verstecken musste und welche zu langsam waren, sie zu fangen. Sie konnte so mucksmäuschenstill dasitzen, dass nicht einmal das schärfste Raubvogelauge sie erspähte. Sie kannte alle Gefahren und wusste alle Schlupflöcher im Wald. Warum sollte sie also Angst haben? Die anderen Haselmäuse hatten großen Respekt vor ihr. Oft steckten sie die Köpfe zusammen und tuschelten. Vielleicht hat sie einen Zauberspruch, der sie so furchtlos macht. Wenn wir nur wüssten, was sie hat, könnten wir es uns auch besorgen. Dann wären wir vielleicht auch so stark wie sie. Und so schnell wie sie. Ja. Dann hätten wir keine Angst, wie sie. Wir könnten uns wie sie in den Regen stellen und ohne Angst den Blitzen zu sehen und den Donnern zu hören. Oder uns vor den Dachs stellen, ihn frech ansehen und Bäh sagen. Oder still, lass mich doch auch mal was sagen. Oder dem Fuchs sogar einmal die Zunge zeigen. Seid still. Rosinchen kommt. Ja, sie muss nicht merken, dass wir von ihr gesprochen haben. Ich
fürchte niemand auf der Welt. Tralalalala, drum ist es um mich gut bestellt. Tralalalala, mit frohem Herz und frischem Mut, da wandert man noch mal so gut. Dem Mutigen gehört die Welt. Tralalalala. Hallo, Rosinchen. Hallo. 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 Was habt ihr denn getuschelt? Worüber habt ihr geredet? Wir? Oh, nichts Besonderes. So, nichts Besonderes? Belangloses Zeug. Aha. Lasst mich auch belanglos mit euch reden. Belanglos reden belastet nicht und strengt nicht an. Ach, wir haben über eine Bekannte geredet, die du nicht kennst. Was ich nicht kenne, interessiert mich am meisten. Es handelt sich nur um eine fremde, einfache Maus. Oh, fremde Mäuse haben oft viel Neues zu erzählen. Und einfache Mäuse wissen manchmal mehr als manche Klugschwätzer. Oh je, mir fällt gerade ein, ich muss ja noch einige Beeren sammeln. Beeren sammeln? Ja, Beeren sammeln. Und du, Janinchen, wolltest du nicht auch noch etwas erledigen? Ja, ja, gut, dass du mich daran erinnerst, Katrinchen. Ich habe versprochen, trockene Gräser nach Hause zu bringen. Ja, dann wird's wohl Zeit, dass du sammeln gehst, Janinchen. Ade, Wiedersehen. Und du, Sabinchen, hast du nicht auch eine Besorgung zu machen? Doch, doch, aber ich habe ganz vergessen, was ich besorgen wollte. Oh, es wird dir schon wieder einfallen, Sabinchen, was es gewesen sein könnte. Hoffentlich, hoffentlich. Es wäre schrecklich, wenn ich etwas vergessen hätte, was ich nicht vergessen sollte. Tja, Sabinchen, eine Haselmaus sammelt meistens Haselnüsse. Hier, ich hab dir eine mitgebracht. Fang, hopp, oh, jetzt hätte ich sie bald noch fallen lassen. Das ist ja eine besonders große und schwere. Danke, Rosinchen. Bitte. Aber jetzt muss ich mich beeilen, sonst komme ich zu spät. Zu spät? Hast du dich denn mit jemand pünktlich verabredet? Nein, nein, nicht direkt. Hm. Aber zu spät kommen ist immer eine ungute Sache. Aber du hast doch mit niemand eine Verabredung. Ich will aber trotzdem pünktlich sein. Weswegen denn? Nur meinetwegen. Ansonsten für niemand. Du weißt doch, Rosinchen, niemand wartet gern länger, als es unbedingt sein muss. Es wartet doch niemand auf dich. Deswegen will ich ja pünktlich sein. Ade. Ade. Und sag dem niemand einen schönen Gruß. Danke. Rosinchen schüttelte das Köpfchen. Natürlich merkte sie, dass da etwas nicht stimmte, aber sie kam nicht darauf, was es war. Die anderen bewunderten zwar ihre Furchtlosigkeit, aber richtig nett waren sie nie zu ihr. Sie war anders als die anderen, deshalb wollte niemand ihr Freund sein. Darum beschloss Rosinchen eines Tages, auszuwandern. Ich wandere aus. Ich gehe so lange, bis ich einen Freund finde. Ohne Freunde ist das Leben nicht lebenswert. Was nehme ich mir denn auf die Wanderschaft mit? Was braucht man denn da so als Haselmaus? Es wird wohl gut sein, etwas Proviant einzupacken. Ein paar Haselnüsse, so 3, 4 genügen. So, und ein paar Preiselbeeren. So, jetzt alles in das Tuch geschlagen. Und an den Haselstock gebunden. Das wär's. Jetzt kann es losgehen. Mauseloch, Ade. Wer weiß, ob ich dich wiedersehe. Mich lockt die Ferne. Und irgendwie finde ich bestimmt einen Freund. Einen, der mich mag und den ich mag. Rosinchen blickte sich noch einmal in ihrer Behausung um. Dann wuselte sie durch den Mausegang. Noch bevor die anderen Haselmäuse aufgewacht waren, Haselmäuse schlafen meist den ganzen Tag und werden erst am Abend so richtig munter, ging Rosinchen auf und davon, immer ihrer Haselmausnase nach, quer durch die westlichen Wälder.
Regen gehört die Welt. Tralalalala. Zum Mutigsein braucht man kein Geld. Tralalalala. Mit frohem Herz und freiem Sinn, da wandert man so leicht dahin. Dem Mutigen gehört die Welt. Tralalalala. Rosinchen wanderte und wanderte. Viel sah sie an diesem Tag. Pilze und Bären, Spitzmäuse und Buntspechte und einen dicken, fetten Dachs und eine große, schwarze Schlange. Auch einem alten Fuchs begegnete sie. Ach ja, du bist die starke und mutige Haselmaus. Von dir habe ich schon viel gehört. Och, ich bin nicht mutiger als andere Haselmäuse. Vielleicht habe ich etwas weniger Angst als manch andere und bin etwas furchtloser. Wenn du das Mut nennst, Herr Fuchs. Herr Fuchs, das hört sich gut an. Nicht wahr? Höflich bist du also auch noch. Du scheinst nicht nur stark, sondern auch schlau zu sein. Ich bin nicht höflicher und nicht schlauer als andere Haselmäuse auch. Warum so bescheiden, liebe Haselmaus? Wer nicht ein wenig bescheiden ist, ist auch nicht wirklich stark, Herr Fuchs. Komm einmal ein bisschen näher, Haselmaus. Hier, siehst du meine Zähne? Ja, die könnten auch besser gepflegt sein. Ich werde dich gleich schnappen. Das solltest du lieber nicht tun, Herr Fuchs. Warum, wieso, weshalb denn nicht? Ein Schnapper und du bist gewesen. Ich kenne da einen Trick. Da hast du schwuppdiwupp und ehe du dich umsiehst, einen Knoten in der Zunge. Einen Knoten in der Zunge? Ja, einen Knoten. Dann kannst du nie mehr richtig zubeißen und nie mehr richtig schlucken. Dann musst du elendig verhungern. So, und jetzt schnapp nach mir, Herr Fuchs. Du bist eigentlich kein fetter Bissen. Da will ich mit dir lieber nichts zu tun haben. Na, was ist? Hat dich der Mut verlassen? Eigentlich bin ich gar nicht hungrig. Und wer weiß, vielleicht kennst du wirklich so einen Trick. Vielleicht. Eine Haselmaus, die mir an die Zähne klopft, ohne dass ihre Barthaare zittern, ist tatsächlich etwas Außergewöhnliches. Das Außergewöhnliche soll man schätzen und nicht schnappen. Adieu, liebe Haselmaus, und Glück auf deinen Weg. Ade, Herr Fuchs. Und wenn du wieder einmal einer Haselmaus begegnest, dann denk an den Knoten in der Zunge. Es könnte leicht sein, dass es eine Haselmaus ist, der ich den Trick auch schon beigebracht habe. Ach du kannst einem ja wirklich den Appetit verderben. Der Fuchs steckte seinen Schwanz zwischen die Hinterbeine und ging etwas eilig seiner Wege. Rosinchen wanderte weiter, sang ihr Liedchen und betrachtete sich die Welt. Und lacht der helle Sonnenschein, tralalalala, dann wandert man auch gern allein, tralalalala. Und wenn es regnet, blitzt und kracht, dann wird das Wetter ausgelacht, dem Mutigen gehört die Welt, tralalalala. Müde und erschöpft kam die kleine Maus schließlich auf eine Waldlichtung, auf die eben noch die letzten Sonnenstrahlen fielen. Und da fand sie mitten auf der Wiese ein so warmes, kuscheliges Plätzchen, dass sie sich ganz glücklich und zufrieden zusammenrollte und zu sich sagte: Ah, hier ist es schön. Hier bleibe ich ein Weilchen. Morgen ist auch noch ein Tag, dann suche ich weiter nach einem Freund. Rosinchen seufzte voll Behagen. Und seltsam,
Es kam ihr auf einmal so vor, als ob ein großer, großer Finger sie ganz sacht streichelte. Was war das nur? Hey, was ist das denn? Mein Schlummerplatz bewegt sich. Oh, wer bist du denn? Was machst du in meiner Hand? Ich? Ja, du. Ich mache es mir gemütlich. Gemütlich? Willst du mich auch bestimmt nicht beißen? Ich dich beißen? Warum sollte ich? Hast du etwa Angst vor mir? Ich? Angst vor dir? Nein, wo? Eigentlich nicht. Na, siehst du, ich habe auch keine Angst vor dir. Ich habe vor niemand und vor gar nichts Angst. Du hast vor nichts Angst? Nein, ich bin ja die mutige Maus. Die mutige Maus? Mhm. Und ich bin ausgezogen, mir einen Freund zu suchen. Willst du mein Freund sein? Ich dein Freund? Ja. Ja, kann ich denn das? Du kannst, wenn du nur willst. Ja, kennst du denn das Sprichwort nicht? Wer will, der kann? Nein, kenn ich nicht. Jetzt kennst du es. Nun, willst du nun mein Freund sein? Ja, wollen würde ich schon, aber... Was aber? Ja, weißt du, ich bin zwar sehr, sehr groß, aber auch sehr, sehr ängstlich. Das trifft sich gut. Ich bin zwar sehr, sehr klein, aber sehr, sehr mutig. Wenn wir Freunde wären, könnte ich dir ein wenig von meinem Mut abgeben. Und du gibst mir dafür ein bisschen von deiner Ängstlichkeit. Ja, ist denn so etwas möglich? Oh, ich denke schon. Man sollte es einfach einmal probieren. Probieren? Eine Kleinigkeit Angst würde mir nicht schaden. Übrigens, erst wenn man ein wenig Angst hat, ist man erst richtig mutig. So. Mhm. Und außerdem, wenn die Angst in deinem Herzen sitzt, musst du es ja nicht zeigen. Ja, ja. In ein Herz kann man ja nicht so mir nichts, dir nichts hineinschauen. Wenn du die Angst nicht zeigst, dann merkt meist keiner, dass du welche hast. Ja, da hast du recht. Du bist klug. Von dir kann man was lernen. Mut würde mir gut tun. Ich könnte ihn brauchen. Dann lass uns doch Freunde sein. Ich bin Bartolo. Und du? Ich heiße Rosinchen. Aber du darfst Rosi zu mir sagen. Ach, komm, Bartolo. Leg dich wieder hin und lass uns ruhen. Ja. Deine Hand ist so schön warm. Jetzt schlafen wir zusammen und ab morgen machen wir alles gemeinsam. Alles gemeinsam? Ja. Ach, fein. Ich kann morgen schon gar nicht mehr erwarten. Ach, Rosi, es ist so schön zu wissen, dass man einen Freund hat. Ja, Bartolo, ab morgen wird alles erst richtig schön. Alles erst richtig schön. Richtig schön. Es wird herrlich werden. Ein guter Freund, der immer zu dir hält. Ein guter Freund ist mehr als Gold und Geld. Ein guter Freund, der dir die Treue hält. Das ist das Schönste auf der Welt. Hast du einen Freund gefunden, dessen Herz dir eng verbunden, der wie du Gedanken denkt? Hast du diesen Freund gefunden? Hast du einen Schatz gefunden? Und der Himmel hat dich reich beschenkt. Ein guter Freund, der immer zu dir hält. Ein guter Freund ist mehr als Gold und Geld. Ein guter Freund, der dir die Treue hält. Das ist das Schönste auf der Welt.
Musik.